Kapitel 12 Rassismus. Jesus hat gesagt, Nation wird sich gegen Nation erheben. Matthäus 24, Vers 7. Das griechische Wort für Nation ist Ethnos, daher Rasse. Ethnische Konflikte waren immer eine Schlüsselstrategie, um Nationen zu zerstören. Gemäß dem Oxford Dictionary ist die Definition von Rassismus Vorurteil, Diskriminierung oder Feindschaft gegen eine Person oder ein Volk basierend auf ihrer rassischen oder ethnischen Zugehörigkeit zu einer Gruppe, meistens einer Minorität oder Randgruppe. Heutzutage ist Rassismus neu definiert worden. Angesichts der neuen Definition von Rassismus scheint das Begehren für Rassengerechtigkeit eher ein Schlachtruf für Rache und Bestrafung zu sein. Dies alles wird durch die Radikale verschärft, die sich unter Gruppen mischen, welche eigentlich friedliche Lösungen suchen. Diese Unruhestifter verändern das Narrativ. Die heutigen Radikalen ignorieren die Tatsache, dass Dr. Martin Luther King die signifikantesten Fortschritte für Gleichheit erzielte. Dr. King hat nicht Rache und Vergeltung unterstützt, er unterstützte Gleichheit. Er verlangte nicht eine Sonderbehandlung für Schwarze, er verlangte Chancengleichheit. Er war unnachgiebig und ausschließlich dem friedlichen Protest verpflichtet. Nach der Ermordung von Dr. King haben die Wichtigtuer um ihn herum seine Bemühungen mehr für persönlichen Gewinn als für Gleichheit benutzt. Chaos und Krawalle wurden für persönlichen Profit inszeniert. Anstatt Frieden zu stiften, haben sie das Chaos zur Radikalisierung genutzt. Marxistische Revolution hat den biblischen Frieden ersetzt. Als Christen müssen wir uns fragen, wer hat die Regeln und die Definition von Rassismus verändert? Die neue Erleuchtung basiert sicher nicht auf Gottes Wort. Doch ein großer Teil der Kirche verwirft Gottes Wort fast gleichgültig und ohne sich Gedanken über die Konsequenzen zu machen. Man kann es fast nicht glauben, Pastoren ermutigen zu Krawall und Revolution. Eine sinnlose, unlogische und irrationale Serie von Forderungen hat eine sinnvolle und produktive Kommunikation ersetzt. Jetzt, wo nur noch Weiße die Rassisten sein können, gibt es kein Verfahren mehr, das Verantwortung von allen Rassen fordert. Weil Rassismus umdefiniert wurde, sind auch die Probleme, die angesprochen werden müssten, nicht mehr legitim. Die irrationale Darstellung des Problems züchtet zunehmend die irrationalen Reaktionen. Rassismus ist Rassismus, gleich von welcher Rasse, zu wem oder über wen er zum Ausdruck gebracht wird. Gemäß Gottes Wort sollen wir einander lieben, unabhängig von Rasse oder wirtschaftlicher Stellung. Jene, die nicht in der Liebe wandeln, zerstören nicht nur sich selbst, sondern auch jene, denen sie geschworen haben, sie zu beschützen. Trotzdem rechtfertigen politische und sogar religiöse Führer das selbstzerstörerische Vorgehen von Minoritäten als ein Akt von Barmherzigkeit. Ich war entsetzt über die Antwort eines Politikers auf die Frage, was sagen Sie zu den brennenden Gebäuden, Diebstählen und der Gewalt in den Straßen? Und diese Person, die ihre Religion nur zum eigenen Profit benutzt, antwortete, Menschen werden tun, was Menschen tun. Führer, die schlechtes Benehmen rechtfertigen, sind wie Eltern, die wegen ihrer eigenen emotionalen Bedürfnisse ihre Kinder nicht belehren, nicht korrigieren und auch keine Konsequenzen für schlechtes Benehmen anwenden. Wenn schlechtes Benehmen der Kinder immer wieder entschuldigt wird, tendieren diese als Erwachsene zu Rebellion gegen Regeln, Grenzen und Gesetze und erwarten dann noch, von Konsequenzen verschont zu bleiben. Bob Woodson, ein Schwarzer, der aktiv in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre beteiligt war, verurteilte schwarze Führer und Politiker verhemmt, wenn diese die Probleme für ihre persönlichen Vorteile missbrauchten. Er betonte, dass diese Führer nur solange der radikale Konflikt dauert, ihren Job besitzen würden und nur damit Geld zu verdienen. Zwischen manipulierenden Politikern, korrupten Predigern, revisionistischen Lehrern und aktivistischen Richtern ist es für jedes Kind eine Herausforderung, sich zu einem emotional gesunden Erwachsenen zu entwickeln. Diejenigen, die sich als Opfer fühlen, entwickeln selten eine Haltung für ein gesundes Leben, welches auf der Bibel basiert, nämlich Dankbarkeit.
Die Dankbaren fokussieren sich nicht auf das, was falsch ist und verleugnen nicht, was schief läuft. Sie suchen, was richtig ist. Die Dankbaren anerkennen, was sie besitzen und sind nicht zornig über das, was ihnen fehlt, weil sie auch nicht denken, dass es ihnen zusteht. Das Gegenteil von Dankbarkeit ist die sozialistische Anspruchshaltung. Jene, die sich als Anspruchsberechtigte sehen, empfinden, dass andere ihnen einiges schulden. Sie denken, dass es die Verantwortung der Welt ist, sie glücklich, gesund und wohlhabend zu machen. Sie sehen sich als Opfer, wenn sie nicht erfolgreich und glücklich sind. Eine der größten Lügen des Sozialismus ist, dass alle Menschen dasselbe Ereignis, Glück, zusteht. Viele Christen denken fälschlicherweise auch so. Noch schlimmer, sie denken, dass dies Gottes Position von Gleichheit sei. Die Bibel und die Verfassung fördern nicht gleiche Ergebnisse, sondern gleiche Chancen. Gottes frühestes Gebot für die Menschheit war: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott schenkte dem Mensch die Freiheit zu wählen. Die Erde stellt ihm die natürlichen Ressourcen zur Verfügung. Der Mensch konnte wählen, wohin er gehen wollte, um den Ort und die Möglichkeiten für seinen Erfolg zu nutzen. Gottes Geist ist der Helfende, nicht der Ausführende. Er wirkt in den Herzen derer, die sich dann entscheiden, das Empfangene als Gottes Weisheit anzunehmen und es zu tun. Gott erwartet von allen Menschen, unabhängig von Rasse, Schulbildung oder Hintergrund, dass sie erkennen, von wem und wie sie es empfangen. Nämlich zu erkennen, dass er uns befähigt, erfolgreich zu sein, weil wir ihm vertrauen und so seine Weisheit für unseren Erfolg anwenden. Der Sozialismus sagt uns, dass es keine Gewinner oder Verlierer geben sollte. Jeder sollte ein Gewinner sein. Mit Ausbildungs- und Förderprogrammen treten Minoritäten und Weiße gegeneinander an und jeder wird als Gewinner ausgerufen. Kinderbücher wurden seit Jahrhunderten benutzt, um jungen Menschen beizubringen, zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Diese Bücher sind umgeschrieben worden, um sozialistische Tugenden ausführlich zu erklären. Persönliche Verantwortung wird als weißes Vorrecht konstruiert und durch die Antigott-Botschaft ersetzt, die jetzt heißt: Kinder jeder Hautfarbe haben ein Recht auf das Leben, das sie sich wünschen. Wenn sie auch das bekommen, wofür sie sich anspruchsberechtigt fühlen, werden sie doch niemals dafür dankbar sein. Demzufolge werden sie immer ein Gefühl von Mangel haben. Kinder, die dauernd diese Diät von Gleichheit durch Unterdrückung von Erfolg gefüttert bekommen, werden sich in der echten Welt nicht behaupten können. Eine der wichtigsten Lektionen, die Kinder lernen sollten, ist der Umgang mit Versagen, dem Misserfolg, dem Scheitern. Einen Selbstwert zu besitzen, der nicht auf Erfolg basiert, ist der Schlüssel zu gesunden Menschen und Beziehungen, die nicht vom Ego angetrieben werden. In diesem Bereich sollte die Kirche hervortreten und die Menschen wieder lehren, Gott zu ihrer Quelle zu machen. Gläubige sollten die Kraft des Lebens in ihrer neuen Identität lernen. Die Kirche muss zu dem allumfassenden Gebot Jesu stehen: Macht alle Nationen zu Jüngern. Stattdessen haben wir Gottes Wort zur Seite gelegt und uns dem zugewandt, was uns nützt, uns nicht viel Mühe bereitet und unser fleischliches Streben nach Erfolg befriedigt. Es dauert Jahre, um Jünger auszubilden. Was es vor allem braucht, sind gläubige Individualisten, die den Weg selbstständig unter die Füße nehmen. Dieser Weg sieht so aus: Ein Jünger akzeptiert die Lehren des Meisters und macht diese zu seinem Lebensfundament. Jünger zu machen führt den neuen Bekehrten auf den Weg des Lebens und es hält den gereiften Gläubigen auf der stabilen Grundlage der Wahrheit fest. So profitiert jeder. Wenige Kirchen machen Jünger, stattdessen machen sie Bekehrte, Konvertierte. In vielen Fällen bekehren sich die Menschen nicht zu Jesus, sondern zu einer Denomination. Darum gibt es weltweit Milliarden von Menschen, die sich zwar Christen nennen, ohne aber etwas über Gott zu wissen. In vielen Fällen folgen sie einer irreführenden Barmherzigkeit und opponieren ungewollt gegen Gott. Jesus hat uns nicht aufgetragen, gewisse ethnische Gruppen zu Jüngern zu machen. Er sagte: Alle Ethnien. Unsere unausgesprochene Botschaft an Minoritäten war:
Ihr seid so unterdrückt, dass Gott euch nicht helfen kann. Ich kann nicht für den Rest der Welt sprechen, aber der wahre Rassismus, der Amerika zerstört, ist der politische Rassismus. Wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen versuchen zusammenzuleben, wird es immer Herausforderungen geben. Das ist kein rassistisches Problem, sondern ein kulturelles. Wenn hingegen die politischen Führer und Profiteure Spaltung und Hass zwischen den Rassen für persönlichen Profit aufrechterhalten, dann ist das der wahre Rassismus. Wenn wir etwas von der Geschichte gelernt haben, ist es dies. Wenn weiterhin die Leute, die vom Konflikt profitieren, plötzlich auftauchen und diesen ausschlachten können, wird es nie Frieden geben.